liebe Fußballfreunde, ich begrüße euch zum 12. Spieltag mit Daniel und meiner Wenigkeit. Wir sind wieder am Start, wir hatten jetzt ja wieder Länderspielpause. Korrekt. Und jetzt geht es aber jetzt mal so munter durch bis Weihnachten. Wir freuen uns. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start, eine neue Woche. Jetzt ist natürlich auch wieder Champions League, Europa League, ja, Conference League. Das wird jetzt so die letzten Wochen nochmal so durchgehustelt, gerade für die, die international spielen. Da kommt auch noch einiges auf die zu. Ja, es ist so einiges, was noch kommt und was noch läuft. Ja, ist halt so. Ja, nächste Woche ist tatsächlich mitten in der Woche Pokal. Und dahin geht natürlich jetzt am Freitag einschalten, da ist Pokalprognose. Deswegen, um kein Video zu verpassen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und vor allem, schreibt eure Tipps unten in die Kommentare. Das wäre nicht schlecht. Genau. Dann können wir auch mal darauf gucken. Gucken wir mal gerne drauf. Wie ihr die Sache so seht. Das ist auch ganz interessant. Und ja, wir haben interessante Begegnungen jetzt an diesem 12. Spieltag dabei. Auf alle Fälle. Das kann man deswegen, so, du darfst sehr, sehr gerne hier natürlich anfangen. Das ist nicht schlecht. Das machen wir doch auch glatt. Oh, sehr, sehr interessante Begegnung. Zwei Aufsteiger. Und zwar ist das Pauli gegen Kiel. Das Aufsteigerduell haben wir jetzt am 12. Spieltag. Finde ich deswegen interessant, weil A, Pauli spielerisch finde ich nicht schlecht, hatten gute Spiele, holen aber nicht dann vielleicht so unbedingt die Punkte. Das ist, glaube ich, das Problem, genau. Kiel, ersten Sieg geholt zu Hause gegen Heidenheim. Gegen Leverkusen war es ein Punkt tatsächlich. Immerhin muss man auch erstmal schaffen. Natürlich. Ganz klar, aber... Ich finde das jetzt schwer zu bewerten. Ist es für mich ein unentschieden Spiel? Irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, hier wird eine Mannschaft gewinnen. Ich glaube auch. Also da bin ich, glaube ich, auch bei dir. Sonst hätte man, ist ja immer so, zwei gleichwertige Aufsteiger. Genau. Denken, unentschieden. Genau. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht daran. Ich glaube schon, dass eine Mannschaft hier gewinnen wird. Ja. So bei dieser Konstellation. Muss man natürlich für sich jetzt überlegen, wer könnte die Nase leicht vorne haben. Ja. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, wenn jemand zu Hause spielt oder so. Ich weiß es nicht. Ist ja auch immer noch ein bisschen mehr, hat man immer noch ein bisschen mehr dabei. Ne? Ja, gut. Aber das war lustig. Freunde. Ich hab schon. Ich auch. Gut, dann darfst du auch. 3, 2, 1. Für mich ist das ein 2-1-Spiel. Für mich ebenfalls 2-1. Das wird passieren. Also zumindest so in der Richtung. Vielleicht kann es auch andersrum aussehen. Ja. Aber für mich ist das so eher... Deswegen ist, ich würde auch mal gerne natürlich auf Kiel tippen. Ja, aber in der zweiten Liga würde ich mehr auf Kiel tippen als in der ersten. Genau. Das ist so ein bisschen mein Problem. Man kann ja sagen, zweite Liga haben auch gute Spiele gemacht. Oder muss man auch sehr gut auch... Haben ja auch Spiele, sonst wären sie auch nicht aufgestiegen. Richtig. Also auch Spiele, eigentlich fast sehr viele Spiele gewonnen. Aber erste Liga ist natürlich doch ein bisschen was anderes noch, ein bisschen schwerer, finde ich, ne, für die. Und da muss man halt gucken. Ja, kommen wir zur nächsten Begegnung, die auch interessant ist, denn Union Berlin spielt gegen Leverkusen. Leverkusen jetzt ja im Laufe der Woche gegen Salzburg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Union macht vieles gut in dieser Saison, was war letzte Saison ja zum Teil ja eher schlecht gemacht hat, man hat sich eher wieder gefangen. Das kann man sagen, finde ich auch. Deswegen finde ich das jetzt schwer zu bewerten, weil Leverkusen, ich kann Leverkusen aktuell nicht greifen und das ist so mein großes Problem. Das ist nicht nur deins, das ist auch meins. Weil da habe ich die spielen nicht so wie letzte Saison, man muss aber auch sagen, das Glück ist aufgebraucht, die hatten letzte Saison sehr viel Glück, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wie viel Glück die hatten. Das gehört aber auch, finde ich, beim Fußball. Trotzdem ist das ja eine gute Mannschaft, aber aktuell rufen die nicht das ab, was die eigentlich könnten. Ich glaube, das ist eher das Problem, was du sagst, genau. Die haben eine gute Mannschaft, der Kader ist ja nicht schlecht. Er ist ja immer noch genauso wie vorher, wo die Meister geworden sind. Aber irgendwo hakelt es ein bisschen, ne, im Moment. Und Union, wie du schon sagst, die machen es eigentlich schon ganz gut jetzt, dadurch, dass sie einen Trainer haben. Aber was soll ich da tippen? Ich habe jetzt einfach ein Gefühl. Ich habe trotzdem aber, das ist ein Spiel, was das steht runter und ich sage 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2 ist mir so eingefallen. Okay. Ich wollte nicht mehr tippen jetzt. Die letzten Spiele, die ich gesehen habe, sind nie hoch ausgefallen. Deswegen gehe ich auch ein bisschen auf die Statistik. Sonst will ich gerne höher tippen, aber ich mag nicht. Ja, kann ich verstehen. Vielleicht bei der nächsten Begegnung, aber das ist auch wieder so ein Ding. Auch das ist Begegnung. Ich kann sie ja mal ansagen, weil ich bin dran. Augsburg-Bochum. Auch da kann man sich jetzt sagen, Augsburg, sind drinnen, machen ihr Ding. Ja. Aber bei Bochum, jetzt haben sie den neuen Trainer. Mhm.
Ein erfahrener Trainer. Und Dieter Hecking. Genau, einen guten erfahrener Trainer, was ja auch sehr viel ausmacht, muss man sagen. Der einen Punkt gegen Leverkusen geholt hat. Ja, also, das wollte ich sagen. Hast ja, und er macht, der kennt sich halt aus in der Liga. Der weiß, was er zu tun hat und wie er an die Spieler rangehen muss. Und das merkt man sofort, wenn die Spiele laufen. Und das habe ich auch bei Bochum gesehen. Also da hat sich schon was bewegt. Und deswegen bin ich so ein bisschen schwer hier. Aber eigentlich bin ich mir auch nicht schwer. Prost. Prost. Ich habe meinen Tipp abgegeben. Mhm. Darfst auch gerne schon runterzählen. 3, 2, 1. 2, 2. 1, 3. Oh, du gehst hart ran. Meinst du ja irgendwie weg? Ja. Ah. Ja. Ich muss es wieder sagen, mein Bochum. Naja, das Problem hier bei Augsburg ist, wenn sie sich natürlich wieder ein bisschen defensiv erstellen, wird es schwer, ne? Ja. Muss man natürlich dazu sagen. Aber gut, trotzdem kein unrealistischer Tipp, finde ich. Nö. Dadurch, dass sie ja auch ja doch sehr oder auf bestimmt sehr motiviert werden, sage ich es mal so. Ja, gehen wir mal auf die nächste Begegnung ein, die natürlich auch dahingehend interessant ist, denn Leipzig spielt zu Hause gegen Wolfsburg. Warum interessant? Leipzig spielt jetzt in der Champions League. Absolut schlecht spielen die aktuell in dieser Champions League Saison. Ja. Wolfsburg, irgendwie gehen die ein wenig unter, finde ich, weil man holt zwischendurch seine Punkte. Im Pokal ist man gegen Dortmund weiter. Mhm. Man spielt auch bald nochmal wieder gegen Dortmund, auch wieder in der gleichen Konstellation. Ja, also Wolfsburg zu Hause gegen Dortmund. Genau, genau. Wolfsburg hat gegen Heidenheim gewonnen. Also, die holen zwischendurch eben ihre Punkte. Leipzig gewinnt eher in der Liga als in der Champions League, muss man ja eben sagen. Die Frage ist aber eben, was macht Leipzig? Gerade jetzt auch eben nach einem torlosen Spiel jetzt vor kurzem ja gegen Gladbach, wo man auch zu Hause, glaube ich, ja gespielt hat. Ja, das ist mir dann zu wenig von einer Mannschaft, die auch da oben mitspielen will. Das ist da musst du schon ein bisschen. Weil wenn ich aktuell von allen Mannschaften ausgehe, und das muss ich so sagen, Bayern ist für mich aktuell die beste deutsche Mannschaft und die zweitbeste deutsche Mannschaft kommt aktuell aus Hessen. Ja, da hast du dich ganz unrecht. Und gerade bei Bayern, wir können mal ja noch mal einen ganz kurzen Satz dazu sagen. Bayern, nach der letzten schlechten Saison, muss man ja sagen, jetzt wieder richtig wieder drin, es läuft wieder, es funktioniert wieder, es greift wieder alles ineinander, spielerisch ja auch sehr stark, muss man dann auch sagen. Leipzig hat das Potenzial natürlich in der Top 4, 5 am Ende der Saison zu landen. Ja. Für mich aber mehr aktuell als Dortmund, wenn ich ehrlich bin, auch. Ja, zur Zeit schon, obwohl, ja, da hast du recht, man muss jetzt ja die Zeitaufnahme nehmen. Da ist Leipzig, aber trotzdem im Moment, finde ich, dominieren sie aber auch nicht so richtig. Also da müssen sie rangehen. Was gegen Wolfsburg jetzt bei diesem Spiel ist jetzt ja auch nicht so. Auch so eine Mannschaft, die so. Die ist ja auch nicht richtig. Ich tippe das, oder? Was ich. Nee, aber ich tippe aktuell das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und ja, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Dann ziehe ich runter. Bitte. Und ich sage 3, 2, 1. Ich habe 1-0. 2-1. Okay. Aber auch das ist kein unrealistischer Tipp, weil so viele Tore fallen da auch nicht. Richtig. Und hier habe ich jetzt nur 2-1 getippt, weil ich gehe davon aus, dass es auch Wolfsburg ein Tor schießen könnte. Ja. So, ich bin gespannt, was du zur nächsten Begegnung sagst. Aber wie gesagt. Oh, du liebe Zeit. Ja. Ja, soll ich sie mal ansagen? Gerne. Freiburg-Gladbach. Da haben wir wieder so sag du mal was, weil ich. Gut, bei Freiburg, sage ich mal, da läuft es eigentlich schon doch so einigermaßen. Wie soll man sagen? Gut, ich sage einfach mal gut. Ja. Die haben schon dadurch, dass ihre Spieler auch da für sich entscheiden können. Bei Gladbach ist es für mich so, die letzten Spieler haben sie ja komischerweise ja auch irgendwie für sich entschieden. Aber trotzdem ist da für mich dieses Konstante nicht zu sehen. Ja. Ich finde, du hast nicht, dass du sagen kannst, dass es jedes Spiel so läuft bei denen. Ja. Jetzt hast du wieder, jetzt spielt wieder auswärts. Ich weiß nicht, die überzeugen mich einfach nicht mit damit. Mhm. Da haben sie vielleicht auch viel Glück dabei, manchmal auch so. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass jetzt unbedingt so viel bessere spielerisch, das ist für mich nicht so überzeugend. Noch nicht so überzeugend. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich weiß nicht. Für mich ist das so eine komische Mannschaft noch immer. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie soll man das noch beschreiben? Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei Freiburg ist schon eher, da sieht man schon die Richtung, wo es hingeht. Und die spielen ja eigentlich immer jedes Spiel so eigentlich ihren Rhythmus runter. Und, ja. Ne? Ja. Gut, die gewinnen natürlich nicht jedes Spiel, klar, das ist richtig. Aber ja, genau. Ich hab meinen Tipp. Oh Gott. Dann darfst du ja auch. Oh, ich kann mal die Tipps hier. 3, 2, 1, wieder ein 2-1 von mir. 2, 2. Weiß nicht warum, aber ey, kann ich höher tippen. Da irgendwie mich ganz schwer mit. Oh. Unentschieden. Ja, ein Unentschieden ist auch nicht verkehrt. Kann auch passieren bei denen, bei so einer Begegnung, bei denen, weil du.
Gladbach nie greifen kannst. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, wo ihr sagt, dass ich diese Mannschaft hasse und die andere, um Uwe eine Freude zu machen, Bremen spielt gegen Stuttgart. Also ich bin absolut kein Stuttgart-Hasser, aber wenn man jetzt mal auf die Daten und Fakten schaut, viele Verletzungen jetzt aktuell bei Stuttgart, ja, das ist muss man zugeben. Also ich glaube, Neundorf jetzt ja nicht, glaube ich, oder? Aber Leveling, glaube ich, ist verletzt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was habe ich noch gelesen? Wer ist noch verletzt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, aber irgendwer hat sich ja jetzt auch wieder verletzt. Ja, dann denke ich mir so, das ist natürlich bitter. Ach ja, Stiller. Stiller ist ja auch verletzt. Angelo Stiller auch. Das ist natürlich, du hast natürlich. Das sind Schlüsselspieler, die du für diese Mannschaft brauchst, die ein Schlüssel für diese Mannschaft sind. Ja, das wird natürlich dann. Bremen spielt zu Hause. Die letzten Heimspiele liefen ja gut, muss man ja auch zugeben. Also man hat sich dann gesteigert. Schon Punkt gegen Leverkusen. Ja. Sieg gegen Kiel. Man muss gucken, hier ist es jetzt so, man würde jetzt sagen Stuttgart, aber wie du schon sagst, Verletzte, auch Leistungsträger dazwischen. Ja. Das ist natürlich schwächt so ein Kader ja schon irgendwo. Ne? Ja. Die Abgänger, da reden wir nicht von, die sind ja sowieso weg. Aber das ist schon, das wird dann auch für Stuttgart schwer in Bremen jetzt. Ja. Aber Bremen, ich finde, die haben schon so ein bisschen ihren leichten Rhythmus gefunden, glaube ich. So, sagen wir so einfach mal Rhythmus, ne? Ja. Klar, ein paar Aufstellungen können ja nochmal vielleicht ein bisschen verändern. Vielleicht mal früher wechseln. Ja, oder vielleicht mal jemand anderen statt Duxch. Aber das sagen wir jede Woche. Ja, ich tippe. Also. Nee, das sagen wir jede Woche. Aber das ist ja auch berechtigt, weil manchmal ist das vielleicht auch gut, wenn du mal frisches Personal bringst. Richtig. Versuch's doch einfach. Wenn es dann nicht läuft, kannst du immer noch wechseln. Genau. Und dann nicht aber 10 Minuten vor Schluss. Dann ziehe ich runter. Ja, und ich sage 3, 2, 1, 1, 1. 2, 1. Ich gehe jetzt mal auf Bremen, Freunde. Mhm. Das versuche ich jetzt mal. Wir spielen zu Hause. Und dadurch, dass du hast fast ein 2-1 verdient. Ja, habe ich. Weißt du, ne? Habe ich schon gesehen. Das ist langweilig. Okay. Hoffe, deswegen sage ich langweilig. Ich kann aber nicht anders tippen, weil im Moment für mich, da passiert zu wenig. Und jetzt haben wir gerade wieder, bei mir ist das Problem auch, ich komme immer aus diesem Rhythmus. Ja, wir haben jetzt Länderspielpause gehabt, du hast keine Bundesliga. Ja. Ja, weiß ich denn, wie wir jetzt wieder starten, Alter. Das ist alles nicht so schön. Ja, wir haben jetzt hier 12, dann haben wir noch 13, 14, 15. Wir haben dann noch 3 Spieltage, die wir noch mit euch hier gemeinsam tippen in diesem Kalenderjahr. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir sogar noch über Weihnachten für euch so 2 Specials auf. Mal gucken. Ja gut, wir müssen da mal gucken, wie es eigentlich passt. Genau. Wenn wir dann die Zeit finden. Also wir haben da was in Planung. Wir gucken mal. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und wie gesagt, weil wir ja alle Fußball interessiert sind, denke ich. Genau. Ist das ja auch manchmal ein schönes Thema. Ne, das genau. Nochmal drüber. Uwe! Ja! Das Topspiel. Ich kann deine Mannschaft mal ansagen. Dortmund-Bayern, das Topspiel, genau. Ja. Ja, was soll man da sagen? Also, Dortmund spielt zu Hause eher besser. Das muss man sagen. Ja. Jetzt haben wir gelesen, heute, jetzt bei dem Spiel, wo sie jetzt ja spielen, ist Gyasi verletzt. Man spielt jetzt in der Champions League in Zagreb. Bayern spielt gegen Paris. Wenn man die Mannschaft vergleicht, ist natürlich Paris stärker, muss man natürlich zugeben. Ja, doch, das würde ich auch sagen. Aber Dortmund tut sich in dieser Saison auswärts extrem schwer, wie wir alle wissen. Ja, und was ich bei Dortmund, oh mein Gott, guck mal. Ja. Was ich bei Dortmund immer noch so ein bisschen merkwürdig finde, da passt irgendwie was ja gar nicht so richtig zusammen. Entweder ist es der Trainer oder das ganze Umfeld oder die Mannschaft passt nicht. Die haben ja, ich finde, gar nicht schlecht, die haben echt gute, sehr gute Spieler, finde ich. Sag ich mal, ich will mal sagen, eigentlich sehr gute Spieler, meine auch. Aber die machen daraus ja irgendwie nichts. Wenn du mit so einem Kader aufläufst, müsstest du ja eigentlich fast jedes Spiel gewinnen, oder? Mhm. Zumindest oder nicht, aber du dürftest ja eigentlich gar nicht groß verlieren, auch auswärts nicht. Aber auswärts kriegen sie ja immer weg. Bayern sind natürlich auch mit Verletzungssorgen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, wollte ich nochmal sagen. Ja. Aber der Bayern macht es trotzdem sehr gut. Ja. Also die Spiele, die ich jetzt von Bayern gesehen habe, fand ich echt schon ziemlich stark. Klar, ich habe natürlich ein Glas auf. Ich sag mal, bei mir ist es vielleicht eher klar, was ich tippe. Also da tippe ich natürlich nicht nur wegen Bayern wegen, aber auch wegen Dortmund wegen. Ja, aber hier ist es schon so, dass Dortmund zu Hause ja schon noch besser spielt. Ja. Oder ihre trotzdem habe ich hier eine ganz klare. Aber Bayern ist natürlich spielerisch auch, muss ich schon sagen, schon ganz auf einem guten Niveau. Wenn ich das mal so ausdrücke, drücke das jetzt mal so ein bisschen in die Richtung. So, ich muss tippen, ne? Ja. Ich könnte sagen, ich tippe hier die meisten Tore, die ich, mit einem anderen Spiel tippe ich hier die meisten Tore. Vielleicht kann man sich denken, was ich dann getippt habe. Ah, das kann man nicht gut lesen. Ich muss das halt machen. Na doch, meinst du dann? Ja, habe ich. Dann darfst du auch. 3, 2, 1. 2, 4. Oh, das ist 1, 4. Ja, und du so hoch.
Ja. Ich habe mir gedacht, wie sie nee. Ganz hoch. Nee. Weil ich habe jetzt ja, wie gesagt, ich kann das, auf ein bisschen was konnte ich jetzt zurückgreifen schon. Ja. Und deswegen, also nicht bei Dortmund, aber bei. Ich sag ein Tor Musiala, Doppelpack Kane und ein Tor Schlotterbeck. Also du darfst dir jedenfalls keine großen Fehler erlauben. Dann hast du ein Problem. Also jetzt bei Dortmund. Ja. Bei Dortmund Seite. Gut. Ja, kommen wir zur Sonntagsbegegnung, zur ersten der beiden, die ich ansagen darf, nämlich Mainz gegen Hoffenheim. Hoffenheim ja mit einem neuen Trainer, mit Illner, der ja aus Graz kam, was ja gerade in Österreich ja eben für sehr, sehr viel ja. Unmut eben sorgt. Kann ich aber auch ein bisschen verstehen. Genau, oder? Aber das haben wir auch thematisiert. Guckt euch da nochmal das letzte Video an und jetzt am Freitag die DFB-Pokalprognose. Deswegen guckt euch das beides an. Boah. Da haben wir in Ruhe auch nochmal so darüber gesprochen. Ja. Mainz unter anderem zu Hause gegen Dortmund gewonnen. Mainz finde ich aktuell, wenn man erstmal so auf die Zahlen erstmal nur guckt, besser auf dem Papier, besser auch vom Kader, muss ich zugeben, obwohl Hoffenheim natürlich auch international spielt. Das wird jetzt natürlich auch eben schwer für die Mannschaft. Mit dem neuen Trainer international, dann aber natürlich jetzt auch in der Liga eben weiterhin die Aufgaben zu bestehen. Das wird interessant. Und wird natürlich auch eine Herkulesaufgabe, wie man so schön sagt, eben für den neuen Trainer. Auf alle Fälle. Deswegen, jetzt ist es natürlich so ein bisschen komisch. Wir müssen erstmal gucken, in welche Richtung das läuft. Aber wir müssen jetzt ja irgendwas für dieses Spiel schon mal tippen. Aber das weiß ich auch nicht. Also da weiß ich es gar nicht so genau jetzt. Das ist ein Spiel, wo ich nicht so wirklich die Richtung finde für mich. Oh. Na, ich tippe das. Ich weiß nicht. Dann zähle ich runter. Bitte. Und ich sage 3, 2, 1. Ich habe ein 2-1. 2-2. Okay. Ich weiß nicht. Deswegen unentschieden für mich. Ganz schwer. Kann ich noch nicht, weil ich Hoffenheim noch nicht so richtig greifen kann. Dadurch, dass der Trainerwechsel da vollzogen wurde, ne, muss man gucken. Manchmal hilft das ja. Die Mannschaft hat einen Schub da, weißt du, weil er die da richtig stellen kann oder vielleicht auch anders motivieren kann. Weiß es nicht. Deswegen schwer. Ja, dann haben wir noch eine Begegnung, die überbleibt. Das ist Heidenheim gegen Frankfurt. Heidenheim. Ich finde schade, dass Wannern nicht irgendwie so oft spielt. Ja. Das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt. Klar, du hast immer die gleichen Spieler wie letzte Saison, haben wir auch schon gesagt. Deswegen mach die Aufgaben und hol die Punkte. Und wenn du Punkte holst, dann ist das einfach nur ein Fortschritt für die Mannschaft selbst, dass du eben dann vielleicht doch eben nicht absteigst. Weil ich glaube, wir alle haben vor der Saison gedacht, dass Heidenheim in der Saison total untergeht. Das habe ich auch gesagt. Also ich habe auch gesagt, das wird echt schwer. Aber wir sprechen hier gerade über eine andere Mannschaft, die für mich, meiner Meinung nach, und wenn ich von jetzt dem aktuellen Standpunkt ausgehe, hinter Bayern Vizemeister wird. Ja, wir machen gute Spiele. Ich habe eigentlich alle Spiele gesehen von Frankfurt. Und ich auch klar, die haben natürlich, was sie natürlich abstellen müssen, dass wenn sie natürlich ausführen oder wenn sie dann führen, dass sie sich dann nach Tore einschenken lassen. Das sollten sie nicht machen. Ja, da sollten sie dann schon ein bisschen mehr darauf achten, dass sie dann nicht die Gegentore kriegen. Ne? Mhm. Also das ist das einzige Manko, was ich sehe. Ansonsten stark, spielen gut, haben gute Spieler, ey. Das ist brutal, ist das. Ja. Und da hast du so eine Mannschaft wie Heidenheim natürlich. Marmoush in absoluter Bestform. Also das ist ja grandios, was der auf dem Platz. Ekitike, wenn der auch noch ein bisschen mehr abgerufen hat, ist das ein herausragendes Duo. Also Frankfurt kann in dieser Saison wirklich eine sehr starke Saison wieder hinlegen und einen Champions League Platz ergattern am Ende der Saison. Ja. Also durch, wenn sie so weitermachen, dann schon, da muss man dazu sagen. Ja, ich zähle runter. 3, 2, 1, 0-3. 0-2. 0-3 war mein zweiter. Ja. Aber ja. Da war knallert, da müssen wir jetzt leider sagen. Weil dadurch, wie gesagt, wenn es anders kommt, ja gut, dann kommt es anders. Aber genau. Wir stecken nicht drin in der Materie. Nee, weil du weißt, wie die Spieler ticken oder wie die Mannschaft aufläuft, wie sie motiviert sind. Keine Ahnung. Aber das ist trotzdem für mich realistisch und irgendwie ein bisschen. Ne? Möchtest du nochmal deine Tipps zusammenfassen? Ja, mach ich doch. Fange ich doch mal an. Pauli Kiel 2-1, Union Leverkusen 1-2, Augsburg Bochum 2-2, Leipzig Wolfsburg 2-1, Freiburg Gladbach 2-1, Bremen Stuttgart 2-1, Dortmund Bayern 2-4, Mainz Hoffenheim 2-2 und Heidenheim Frankfurt 0-3. Kommen wir zu meinen Tipps. Pauli Kiel 2-1, Union Leverkusen 2-3, Augsburg Bochum 1-3, Leipzig Wolfsburg 1-0, Freiburg Gladbach 2-2, Bremen Stuttgart 1-1, Dortmund Bayern 1-4, Mainz Hoffenheim 2-1 und Heidenheim gegen Frankfurt 1-0-2. Hm.
Was sind eure Meinungen zu diesen Spielen? Schreibt eure Tipps deswegen unten in die Kommentare. Wie gesagt, die Champions League, Europa League jetzt am Freitag erwartet euch natürlich die DFB-Pokalprognose. Freut euch drauf, ist auf jeden Fall auch wieder Lacher und Spannung garantiert. Und so viel kann ich schon mal spoilern, mit einem psychologischen Aspekt, den ich hervorgerufen habe. Psychologischen Aspekt, ja. Ja, okay, ich weiß, was ich war ja dabei. Ja, genau. Ich wollte das sagen, das ist nicht mehr dabei. Doch, nein. Ich weiß ja, ich war da dabei. Ja. Nee, war das sehr lustig, aber ja. Ihr wisst ja dann selber. Ihr werdet es dann sehen, deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns doch noch oben da, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Morgen nicht vergessen, zweite und dritte Liga, die Tippspiele, schaltet da unbedingt ein. Sehr gut. Ja, alles wurde gesagt, finde ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Genau, und bis dann bleibt uns noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Topfamilie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss. Macht's gut, ciao.